Und zu guter Letzt Alof wieder rein. Warum wird Alof da hingesetzt? So. Also, Misstrauensvotum. Gehen wir mal auf den Ankerplatz der Königin. Wir haben ja eigentlich noch Zeug zu verkaufen. Was ich vorher... ja noch machen würde. Also es ist schon mal seltsam, dass die Huana keine Quests mehr für mich haben. Für die habe ich wohl alles getan, was ich tun konnte. Die anderen drei Fraktionen ist es jetzt wirklich die Frage. Und ja, das ist immer noch toll, was ich dafür zu verschulden habe. Island folk tend to prefer. Take your time. I'll give you space. So, der ist der Kuttenträger. Keine Nutzung mehr übrig. Ich habe das Ding immer noch. So, was war mit dem? Wahrnehmung und Heimlichkeit. Klingt nach was für Maya. Auge des Kapitäns, Resistenz gegen eine Wahrnehmungswirkung. Ah, packen wir auch mal zu Maya. So, jetzt aus dem Versteck. Also er nimmt nur Tuchzeug an. Postfellmantel plus 3 Einschüchtern von Seele erfüllt. Alle Verteidigungen. Also nee, hier haben wir scheinbar nichts, was wir verkaufen können. Hier aber irgendwie auch nicht. Nur eine außergewöhnliche Robe. Ah, hier eine hervorragende Robe. So, dann heißt es zum Waffenschmied gehen. Was haben wir eigentlich so noch an Schiffszeug? Nahrung verkaufen wir natürlich nicht. Nichts. Okay, das heißt, ich verkaufe alles andere bei der Schmiedin, was ich zu verkaufen habe, und dann ab ins Büro. Welcome back. Looking for anything? Ja, zeig mir, was du anzubieten hast. Aus deinem Versch aus unserem Versteck. So, Verzauberungswert ist das? Nein, Verkaufswert. Verzauberungswert müsste das sein. Also, wir haben hier oben, glaube ich, eine Brigandine rumliegen. Brigandinen mag ich hier nicht, die machen zu langsam. Kettenhemd müsste ich aber ein hervorragendes haben, ja. Da ist auch eine hervorragende Lederrüstung. Ich habe noch eine. Achso, das ist eine außergewöhnliche Robe. Gut. Rohhautrüstung können ruhig weg. Der außergewöhnliche Plattenpanzer kann weg. Legendärer Plattenpanzer. Da kann der hervorragende aber auch weg. Und ansonsten nichts hier. Gut. Doppelte Zauberbücher habe ich nicht. Nein. Ogertäuche können weg. Hier ist eine hervorragende Armbrust, also kann die Armbrust weg. Außergewöhnliche Pike behalten wir mal. Jagdbogen auch. Kriegsbogen brauchen wir nicht, da oben ist nämlich ein hervorragender. Zweihänder haben wir auch einen. Zauberstäbe, Keule kann sowieso weg. Pistolen behalten wir mal beide, obwohl eine reicht. Zepter behalten wir eins.
Das Stilett kann sowieso weg. Schilde. Kleiner Shit kann weg. Ja, viel Ausbeute war es nicht, aber ein bisschen was. Irgendwas stimmt mal wieder mit unserer Aufstellung nicht. Ja, Alof sollte zum Beispiel nicht dahin. Maya kann hier hin. So, das sieht besser aus. Dumm-di-dumm-di-dumm. Gerade mal gucken. Sie trägt einen Umhang des Schutzes. Also kriegt sie jetzt den da. Der kann hier rein. Ach ja, sie trägt diese super Axt, aber sie sollte eher dieses Schwert tragen. Finde ich mal. Und die packen wir weg. So, Edea. Hm. Der Säbel macht 24 bis 36. Ist eigentlich der beste Säbel. Und das Winterbollwerk können wir eh nicht toppen. Oh, und ja, wir sollten die Reihenfolge ja noch ändern. Oh, Maya ist noch immer verletzt. Sollten wir also gleich mal rasten gehen. Aber erst einmal nach oben und gucken wegen Castor. Bloß es triggert jetzt gleich schon, ja. Ruhe bitte, ich möchte, dass wir hier vorankommen. Das Büro von Direktor Castor ist inmitten des Gewühls am Menschenkauf wiederzukennen. Es ist unerträglich warm und etliche Besucher rangeln um einen Platz am Fenster. Die Menschen um mich herum sind in teure Stoffe gekleidet. Einige tragen auch eine Rüstung. Wenige von ihnen wirken besonders erfreut darüber, hier zu sein. Als du den Raum betrittst, schaltet dir ein Stimmgewirr entgegen, dass der Mann, der nun hinter dem Schreibtisch steht, jedoch mit einer einzigen kurzen Handbewegung zum Verstummen bringt. Ja, gut. Welcher war nochmal Castor? Ich glaube, er hier. Oder steht er hier irgendwo rum? Der Blick des Cantanissese schweift durch den Raum und bleibt schließlich auf dir hängen. Cantanissese ist Graf von Issee, sein Titel, den Nero, Sohn der Fürstin Spirento, innehat. Ah. I see you have wasted little time in involving yourself, Lord. Wie ich sehe, habt ihr es euch nicht lange nehmen lassen, euch einzubringen fürs Targrim. Um mir herum stecken diverse Zuschauer Häls, um zu sehen, mit wem der Kanter spricht. Fürst Targrim? Ach ja, stimmt, ich bin der Fürst von Ketnur. Director Castor, Governor Alvari, you are both here? Direktor Castor, Gouverneurin Alvari, beide hier? Indeed, Your Excellency. Ach so, er steht hier. Den habe ich übersehen. Und das heißt, die Gouverneurin steht auf der anderen Seite. Der Tat, Eure Exzellenz. Castors Gesicht ist fleckig und schweißbedeckt. Er sieht aus, als wäre er krank. Yes, Your Excellency. Ja, Eure Exzellenz. Alvari setzt ein zurückhaltendes Lächeln auf. And this is to be your witness? Und das soll euer Zeuge sein? A moment, Nero. Is that not Pelagina Mesrae?
Duk Remasis Drunasso Meselo. Die haben echt komische Namen. Okay, Duk ist der Titel. Aber der Rest klingt nach Name. Ein Moment, Nero, ist das nicht Palegina Mesrei? You are so recently restored to our affections, Palagina. This seems a strange risk. Ja, steht ja seit kurzem wieder in unserer Gunst, Palegina. Es scheint mir seltsam, dass ihr nun dieses Risiko eingehen The würdet. brother of the Conch Sualeas does not seek affection, nor personal safety. Life and fortune are nothing. The republics are everything. Ein Bruder des Kang Sualis sucht weder Zuwendung noch persönliche Sicherheit. Leben und Reichtum sind nichts, die Republiken sind alles. Ah, Pflichtbewusstsein. Mit einem leisen Lachen applaudiert Alof. Maya stützt ihr Kinn auf die Faust und lauscht. Ein breites Lächeln erhellt ihr Gesicht. I do not expect you to understand our vows, Kanta. But for the next few minutes, the least you could do is respect them. Ich erwarte nicht von euch, dass ihr unsere Eide versteht, Kanta, aber für die nächsten Minuten möchte ich euch bitten, sie zumindest zu respektieren. Most esteemed guests, this is the watcher of Cad Nua. Oh, verehrte Gäste, dies ist der Wächter von Cad Nua. We were sorry to hear of Cad Nua's fall, Lord. How interesting to find you here. You have my sympathies. Wir haben mit Bedauern von Cad Nuas Niedergang erfahren, Fürst Hagrim. Wie interessant, euch hier anzutreffen. Ihr habt mein Mitgefühl. Oscara Refendia, Erla von Northwich. Aha. Ich habe vor, meine Festung eines Tages wieder aufzubauen. Um ehrlich zu sein, vermisse ich sie nicht. Nicken, vielen Dank. Will this not distract from the matter at hand? Look at him. Wird uns das nicht von eigentlichen Angelegenheiten ablenken? Sieht ihn euch an. Let us begin, if the clerks will attend the role. Albina Carnetto, Duke Remasi Storanzo Miselona, the Archmage. Lass uns anfangen. Würden die Angestellten sich bitte bereit machen? Albina Carnetto, Duc Remasi Stronazzo Meselano, der Erzmagier. Devils take your role, Nero. This isn't the Songreta Ducala. We are all here. Let's get this over with. Zum Teufel, Nero. Das hier ist nicht die Songreta Ducala. Wir sind alle hier, bringen wir es hinter uns. Was ist eine Songreta nochmal? Der Kongress der Gesellschaft besteht aus 11 hochrangigen Investoren, die gemeinsam die Valianische Handelsgesellschaft führen. Ach, die Songreta me compressa. Wouldn't be a Valian hearing if someone wasn't feeling combative. Wäre keine echte valianische Anhörung ohne eine kleine Feindseligkeit. They may not be violent, but these fine people are all ruthless in their own way. The roads they took to reach this room are littered with their enemies. Sie mögen nicht offen gewalttätig sein, aber diese feinen Leute sind auf ihre Weise ebenso erbarmungslos. Die Wege, die sie in diesen Raum geführt haben, sind mit den Leichen ihrer Feinde übersät. If this goes badly, at least there's enough wealth in this room to cover our funeral expenses several times over. Wenn diese Sache schief geht, ist in diesem Raum zumindest genügend Reichtum versammelt, um mehrfach für unsere Bestattungskosten aufkommen zu können, murmelt die Alof zu. Very well. Then let me extend my sincerest thanks to our shareholders in attendance. Nun gut, ich möchte allen anwesenden Teilhabern meinen tiefsten Dank aussprechen. Höflich warten, Teilhaber, wird das lange dauern? Ich habe noch etliche Dinge zu erledigen. Wir sollten nach Hokkaido segeln, nicht Streitigkeiten über Ränge austragen. Höflich warten. In deference to present company, we will proceed in Edira. Aus Respekt vor den ehrenwerten Anwesenden werden wir auf Edirianisch fortfahren. Director Castor, you stand accused of nothing less than gross incompetence. Mismanaging of resources, willful deceit, grave charges all. Direktor Castro, ihr werdet nichts Geringerem als grober Inkompetenz bezichtigt. Misswirtschaft unserer Ressourcen, vorsätzlicher Betrug, das alles sind schwere Anschuldigungen. Um dich herum hörst du ein dumpfes Murmeln, als die Menge auf seine Worte reagiert. We have examined the evidence available to us. The numbers are not in your favor, Director. But you will have the opportunity to explain yourself. Wir haben die uns vorliegenden Beweise gesichtet. Die Zahlen sprechen nicht für euch, Direktor. Aber ihr werdet die Gelegenheit bekommen, euch zu rechtfertigen. Now, Alvari. Alvari? Agrasima, Your Excellency. Esteemed Council, I bear Maestro Castle no ill will. We have always treated one another with great respect. But his time is past. Aggressiva, Eure Exzellenz, hochwertiger Rat, ich hege keinen Groll gegen Mestre Castro. Wir sind einander stets mit großem Respekt begegnet, aber seine Zeit ist vorbei. I put it plain. The company is bleeding resources.
We have identified numerous sources of Adra, and yet, how much of it ever reaches the Republics?